Hallo lieber Skorpio und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Märzhälfte 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Da zeigt es sich auch schon. Ich beginne mit der intuitiven Message, Skorpion. Wir haben hier die Liebenden liegen. Deine intuitive Message habe ich schon heute Nachmittag bekommen. Ich habe einen Satz gehört und ich wusste, das ist dein Satz. Das ist für dich gemeint, ja. Den folgenden Satz habe ich in meinem geistigen Ohr gehört. Ich liebe dich ist ein flexibler Satz. Ich liebe dich ist ein flexibler Satz. Ich habe mir dann so Gedanken darüber gemacht, oder ob es darum gehen könnte, dass du sagst, okay, die Liebe, das kann so gemeint sein, das kann so gemeint sein, das kann von hier bis China gemeint sein oder es kann gar nichts gemeint sein. Mir ist wichtiger, dass XY stimmt. Also ich habe mir überlegt, ob das damit gemeint ist. Aber dann habe ich jetzt vorhin eine Folge von Vorstadtweiber gesehen. Ich bin bei Staffel 4. Die ersten zwei Staffeln hatte ich schon zweimal gesehen und dann habe ich jetzt nochmals von vorne begonnen und habe jetzt zum dritten Mal die ersten zwei gesehen. Ist eine geniale Serie. Nee, keine Werbung hier. Also Werbung wäre es ja, wenn ich bezahlt werde dafür, dass ich das sage. Gefällt mir wirklich sehr und ich bin jetzt bei Staffel 4. Und dort fand dann eine Szene statt, wo eine Dame ihrem Verehrer sagt, dich erträgt niemand, mich erträgt niemand und so sind wir unser Schicksal. Ja, mit dir wäre sonst niemand zusammen, mit mir will auch niemand zusammen sein, so sind wir unser Schicksal. Und dann sagt sie noch etwas und dann meint sie so, und das könnte man doch als Liebe definieren. Den Satz habe ich dann auch, dann eben in der realen Welt habe ich dann das am TV dann gesehen, das könnte man doch auch als Liebe definieren, als Liebe sehen. Und ich muss sagen, jetzt bei diesem Paar, ich weiß die Namen nicht mehr, ist der Garagist und diese Blondine da, die damals die Babys ausgetauscht hat, die Vorstadtweiber anschauen, wissen, wer ich meine. Diese beiden in dieser Serie sind ein bisschen wie Bonnie und Clyde, ja, die begehen ein paar illegale Dinge, ja, die begehen ein paar Verbrechen und, oder das ist so, wie wenn die dunklen Seiten von diesen beiden Menschen sie, also dafür sorgt, dass sie füreinander bestimmt sind. Und auch bei dir in der zweiten Märzhälfte, Skorpion, gibt es einen Menschen, wo so die dunklen Seiten, ja, eure dunklen Seiten, perfekt zueinander passen. Vielleicht habt ihr beide ein anderes Verständnis von Glück. Vielleicht habt ihr verschiedene Ansichten von einem entspannten Tag. Was tut man so am Samstagabend? Werdet ihr beide anders antworten? Da, wo das Licht ist, da, wo die Freude ist, da, wo der Spaß ist, da seid ihr verschieden. Aber wenn es um das Dunkle geht, um das Innere geht, die Emotionen geht und auch so die dunklen Seiten, Skorpion, seid ihr wie füreinander gemacht. Ich liebe dich ist ein sehr flexibler Satz. Und so kann es auch gemeint sein. 10 der Kelche. Was ist deine Definition von Glück, Skorpion? Mach dir in der zweiten Märzhälfte Gedanken darüber, ob du eigentlich mit der gesellschaftlichen Sicht von Glück etwas anfangen kannst. Also ich sag dir, was die Gesellschaft sagt, ja, was 10 der Kelche ist. 10 der Kelche ist Traummann, Traumfrau, voll ineinander verknallt. Und dann kommt die Verlobung, und dann kommt Heirat und dann bekommt man ein Kind, dann zwei Kinder, ein zweites Kind, idealerweise zuerst ein Junge und dann ein Mädchen oder ein Mädchen und ein Junge, einfach von beidem Geschlecht, ja, ein Kind, und dann kommt noch ein Hund dazu oder eine Katze. Wie viel kannst du damit anfangen, Skorpion?
für jene, die nicht sehr viel damit anfangen können, ihr müsstet vielleicht schauen, dass ihr eben nicht über das hier den passenden Partner, die passende Partnerin sucht, sondern über 5 der Kelche. Wer versteht besonders gut diesen Trauer in dir? Und du genauso bei deinem Gegenüber. Wer hat genau die gleichen Verluste wie du oder ähnliche Verluste wie du? Wer hat die gleichen wunden Punkte wie du? Ja, mit wem kannst du dich in Bezug auf die dunklen Seiten zusammentun? Das musst du dich fragen. Ja, ist wieder rein. König der Schwerter. Du, da gibt es jemanden, Skorpion, dieser Mensch sieht in dir das Glück. Sieht in dir das Glück, und das ist ja das Interessante, dieser Mensch sieht es nicht als König der Kelche, ja, so dieses, ich will eben Traumpartner, Traumpartnerin, Kind von beidem Geschlecht, ja, 2 Kinder von beidem Geschlecht und Hund und dies und jenes, Einfamilienhaus und all das. Nee, dieser Mensch schaut es nicht aus dieser Perspektive an, sondern aus der Perspektive von König der Schwerter. Der König der Schwerter ist wortwörtlich the King of Schwerter. Der hat all diese Schmerzenskarten durchgemacht und hat eine Transformation hinter sich. Siehst du diese Schmetterlinge an seinem Kopf da auf dem Thron? Das ist der. Und Schmetterlinge stehen für Transformation von Raupe hin zu Schmetterling. Und aus dem Schmerz, den dieser Mensch erlebt hat, ja, aus diesem Schmerz heraus sieht dieser Mensch, dass er, in den meisten Fällen ein Er oder sie, mit dir glücklich sein kann. Aber eben auf eure eigene Art und Weise. Okay? Gut. Ast der Stäbe. Skorpion, macht dich dazu bereit, dass du dich mit, also auf eine ganz andere Art und Weise wie bisher mit jemandem zusammentun wirst. Normalerweise läuft es ja so im Flirtleben da draußen auf dem Markt, läuft es so ab, dass man eben so mit hahaha hihihi einander kennenlernt, dann datet man einander mit hahaha hihihi und irgendwann kommt boom, also das Negative und dann rennt man weg. Mach dich darauf gefasst, dass du in der zweiten Märzhälfte mit jemandem auf umgekehrte Art und Weise zusammenfinden wirst. Die Gemeinsamkeiten werden nicht sein, dass ihr auf gleiche Art und Weise Party macht oder die gleichen Lieblingsspeisen habt oder ähnliches, sondern die Gemeinsamkeiten werden vor allem in Bezug auf früheren Schmerz sein, schmerzliche Erfahrungen, die ihr gemacht habt, eure dunklen Seiten. Okay, lernst jemanden sozusagen von der Wurzel auf kennen. Die Legung ist für die zweite Märzhälfte, Skorpion, aber ich würde mal sagen, nimm diese Legung für den ganzen Sommer. Das ist schon eine Geschichte, die so 3 Monate ungefähr dauern wird. Dieses Zusammenkommen mit jemandem basierend auf der dunklen Seite. Okay. 6 der Münzen. Ast der Kelche. Sechs der Münzen ist für mich im Tarot so die klassische Beziehungskarte, Skorpion. Mit 3 der Münzen sagt ein Mensch, jawohl, ich möchte etwas mit dir aufbauen. Und dann kommt die Gegenseite auch mit 3 der Münzen und sagt, jawohl, lass uns hier partnerschaftlich etwas aufbauen. 3 der Münzen plus 3 der Münzen macht dann 6 der Münzen und dann findet hier ein faires Geben und Nehmen statt. Wenn du dich hier offen zeigst für diese neue Art des Kennenlernens, dann blüht dir hier eine neue Liebe, Skorpion, die Potenzial hat für dein Glück. Das, was du für dich definiert hast. Okay? Ast der Kelche hier, Neustart. Ein Neustart, mit dem du das bekommen kannst, was dir zusteht. Wir haben hier die 11. große Arkana, die Gerechtigkeitskarte. Davor findet das Rad des Schicksals statt. Die 10. große Arkana. Es ist gut möglich, dass du diesen Menschen sehr
schicksalhaft kennenlernst. Und oder so diese die all diese Menschen, die sich eben über das Rad des Schicksals kennenlernen, das sind jene, die dann später darüber lachen, wie man einander kennengelernt hat. Und was ich bei euch hier raushöre jetzt in Zukunft irgendwann ist: Hey, du glaubst nicht, das werde ich dir sagen, du glaubst nicht, über welch beschriebene Seite wir einander kennengelernt haben, B mit SS ersetzen. Du glaubst nicht, über welch beschriebene Seite wir einander kennengelernt haben, an welchem dunklen Ort wir waren, auch emotional, aber auch physisch, und was für eine glückliche Geschichte daraus geworden ist. Hm. Ganz einfach, weil man sich zuerst um die Wurzeln hier gekümmert hat. Es gibt ja dieses Bild vom Baum und den Wurzeln drunter in der Erde, die genauso weit nach unten gehen, wie die Baumkrone nach oben geht. Und ihr fängt bei den Wurzeln an. Und wann kann ein Baum gedeihen? Wenn die Wurzeln stimmen. Zweite Chance hier im Leben. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Skorpion, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die diesen Menschen noch nicht angetroffen haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann dieser Mensch auftauchen wird. Jene, die diesen Menschen schon kennen, werden dann hier erfahren, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite, und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut.